Heute schauen wir noch mal etwas genauer in das SPD-Programm und zwar ganz speziell zum Kapitel Einkommensteuer. Die Einkommensteuer stellen wir üblicherweise ja so dar, dass wir in dieser Grafik hier die prozentuale Steuerbelastung darstellen und dass wir hier das zu versteuernde Einkommen darstellen. Wobei das wichtig ist, zu versteuerndes Einkommen ist nämlich deutlich weniger als brutto, weil man Sonderausgaben, Werbungskosten, zum Beispiel die gesetzliche Rentenversicherung und so weiter abziehen kann. So entsteht aus dem Brutto das zu versteuernde Einkommen, das niedriger ist. Konkretes Beispiel, bei ungefähr 57.000 Euro brutto wäre das zu versteuernde Einkommen bei nur 45.000. Jetzt ist die Kurve, die im Gesetz steht, das ist diese blaue Kurve, die ist so zu lesen, dass auf den ersten 10.000 Euro gar keine Steuern liegen, Steuersatz 0, der sogenannte Freibetrag. Dann steigt der Steuersatz auf 14%, dann steigt er für jeden einzelnen Euro, den ich mehr verdiene, steigt der Steuersatz etwas an und endet dann zunächst bei 42%, um danach bis 270.000 konstant bei 42% zu bleiben. Und dann springt er nochmal auf 45% ab 270.000, jeweils für einzelnen Euro ein eigener Steuersatz. Am Beispiel 57.000 Euro kann man schnell sehen, auf einen Euro, den letzten, zahle ich 42%, aber auf mein gesamtes Einkommen zahle ich nur den Durchschnittssteuersatz und der liegt hier bei 26%. Wie kommt das zustande? Naja, auf den letzten Euro bezahle ich 42%, auf die ersten 10.000 gar nichts und so ergibt sich insgesamt auf mein Gehalt, auf meinen Lohn ein Ergebnis von 26% Steuern bei 57.000 Euro. Das ist eine sehr schöne Sache. Jetzt sagen wir, naja, dieser Satz von 42%, der beginnt schon bei 57.000 Euro zu versteuerndes Einkommen. Es wäre uns recht, wenn dieser Satz nach rechts verschoben würde, der sollte später beginnen. Und was bedeutet das? Wenn ich diesen Satz von 42% jetzt nach rechts verschiebe, dann würde die Steigung dieser Kurve würde dann flacher. Sieht man, die würde so flacher und das hat natürlich einen riesen Effekt. Ich male es vielleicht einfach mal ein. Dann würde etwa eine Kurve vielleicht in einer Größenordnung, das ist natürlich jetzt nochmal ganz grob, um eine Anmutung zu haben, was wir meinen, würden wir plötzlich diese rote Kurve als neue Steuersatzkurve haben, dann würde hier 42% würde dann angehoben auf 45% bei, naja, ungefähr vielleicht bei 100 oder 110.000 Euro. Und jetzt kann man schon erkennen, alle Leute, die davon profitieren, zahlen natürlich jetzt weniger. Und wo wäre das ungefähr ab einem Einkommen von etwa so in dieser Kategorie, also in der Größenordnung von vielleicht 80, 90, 100.000 Euro? Und da sieht man, bis zu diesem Betrag 80, 90, 100.000 Euro würde man entlastet. Und dann sieht man aber auch hier, dass hier plötzlich der Steuersatz höher ist als bisher, wobei man zunächst keine Belastung hat, denn man spart ja hier. Und das, was ich hier spare, habe ich natürlich zunächst mal hier, um es auszugleichen. Und erst ab einer Größenordnung von vielleicht 120.000 ledig, also über 200.000 verheiratet, würde dann tatsächlich hier oben eine kleine, wie wir sagen, mehr Belastung kommen. Offen gestanden, Belastung für den Einzelnen heißt ja mehr Einnahme für den Staat. Und was der Staat alles Gutes macht für uns, muss ich hier nicht erklären. Zum Beispiel Familienpolitik, zum Beispiel Verkehrspolitik, zum Beispiel Sicherheitspolitik, zum Beispiel Umweltpolitik und all das brauchen wir. Die Idee ist dann aber, dass wir bei 250.000 Euro nochmal den Steuersatz anheben auf 48%. Und dann würde bei 48% hier der Steuersatz konstant sein. Und für alle Leute, die ledig 250.000 Euro verdienen, müssten ab dann für ihren oberen Teil des Einkommens 48% bezahlen. Verheiratet übrigens das Doppelte, also Verheiratete, die über 500.000 Euro verdienen, müssten ab 500.000 48% bezahlen. Auf den Teil, den sie davor verdienen, deutlich weniger. Und deshalb kann man genau erkennen, wir wollen die unteren Einkommen entlasten, wollen die oberen Einkommen ein kleines bisschen stärker am Gemeinwesen beteiligen und daraus wird eine gerechte Politik und das machen wir auch mit Einkommensteuer. Die genauen Zahlen, wo jetzt diese 45% beginnen, beziehungsweise wie die 48% wirken, das wird sicherlich auch den Verhandlungen im Koalitionsvertrag dann anheimzustellen sein. Aber insgesamt wollen wir die unteren Einkommen entlasten
und die oberen Einkommen nur so beteiligen, wie sie es sich gut leisten können.